Ah, jetzt haben wir das Gebiet. So, es gibt hier noch drei Gebiete, wie man sehen kann. Und ein Wolkengebiet. Okay. Wir gehen erstmal nach Queens, um uns erstmal auszustatten. Ich denke mal, auch ein paar Medaillen würden uns gut tun. So. Was ist hier? Medizin. Kann uns aber bestimmt noch nichts. Haaraufbewahrungsschalter, natürlich. Komm, die Nuss nehmen wir auch mal mit. Also Angelsachen, die können wir hier schön locker leicht verstauen. Momentan will ich nichts sammeln. Komm, Gegengift nehmen wir mit. Waffen könnten wir hier ziemlich gut verstauen. Ach, sowas finde ich gut, dass es auch gleich mehrere Geschäfte an einem Ort gibt. Was hatte er noch mal? Der hatte doch die Steine, genau. Der hatte Steine zu verkaufen. Also verschiedene Elemente. Der hat sogar alle Elemente. Nämlich genau das brauche ich. Alle Elemente. Am besten zweimal. Heilig haben wir schon zweimal. Wie gesagt, jedes Element am besten so zweimal. Hier haben wir mehr Vertilger. Warte mal, brauchen wir mehr Vertilger? Ach stimmt, wir haben hier sogar noch zwei drin. Und Magiertot haben wir auch noch welche. Also schön, dass man bei dem die Attribute auf jeden Fall hochkriegt und zwei Arten von Monster-Dingens. Aber ich brauche Stein. Ich brauche Stein. Die verkauft nur Wasser, genau. Apropos, ich könnte auch mal Sachen verkaufen. Die verkauft auch Elemente, wie geil. Und Stärketränke, da muss ich mir merken. So. Aber ich brauche nicht so viel gegen Gift, komm. Auch zu viel Wasser nicht. Da will ich nur drei. Von jedem. Immer nur drei von irgendetwas. So. Die brauche ich sowieso komplett gar nicht. Bin ich festen Überzeugung. Obwohl, die haben mir schon mal den Arsch gerettet, glaube ich. Aber das war damals. Heutzutage brauche ich das nicht. Das, ach so, das ist. Könnte ich ja mal der Freundin geben. Ich glaube, eins dieser Amulette habe ich noch ausgerüstet. Kann das sein?
Ja. Das war nicht mein Plan. So. Schon besser. Jetzt gehen wir. Die hat Obst. Können wir auch mal gucken. Wie viele haben wir denn davon? Stimmt, uns fehlt ja Reparaturpulver. Und davon auch gleich mal 3 Stück. Und davon 10. Gleich noch 5 mehr, weil ich sie bei jedem Charakter brauche. So, Gegenstand. Den. Hier hin. Welchen Gegenstand könnte ich denn... Eigentlich könnte ich doch auch den ausrüsten, oder? Kann ich den ausrüsten? Nee, ich kann den nicht ausrüsten. Aber den kann ich ausrüsten. So. Jetzt wird jede Waffe mal... Oh, ich kann die Aufnahme... Ah. Die Aufnahme ist voll. So, verbessern. Was brauche ich? ZK brauche ich. Feuer, Kälte, Donner. Feuer, Kälte, Donner brauche ich. ZK. Feuer. Ach komm, machen wir gleich 2 Feuer rein. Können wir gleich wieder 2 Feuer kaufen. Wir brauchen immer noch Feuer. Okay, bei ihr kaufe ich nochmal Feuer. So. So. So, bei ihr könnte ich nur Fisch kaufen. Bei ihm kann ich Waffen kaufen. Hat der denn eigentlich gescheite Waffen? Das würde mich mal interessieren, ob der auch immer das gleiche im Inventar hat oder auch mal was Neues. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Natürlich hat er nichts. Aber er hat auch Fluchtpulver. Gut zu wissen. Ich könnte ja mal Waffen verkaufen. Wie zum Beispiel 2 Knochenschleudern. Was brauche ich Knochenschleudern? So, das weg. Die Eulenschleuder. Ach, die Eulenschleuder, sag ich schon. Das Eulenschwert lasse ich mal. Prachtschwert. Davon haben wir auf jeden Fall zu viel. Das Knochendingen weg.
Hacker. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich lasse es dabei erstmal. Genau. Der hat ja leider keine besseren Waffen. Okay, und dann gehen wir wieder. Ich dachte, Memes. Zum Sonnenmondtempel, und zwar innen drin. Ja, ein Part, ein Teil des Tempels. Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig, wenn ich immer solche Tempel, obwohl sowas wird nie langweilig eigentlich. Weil es immer anders aufgebaut ist, kommen immer neue Gegner dazu. Na, ich höre es schon. Na, ich brauche Ikari jetzt. Sollte ich die Waffe trotzdem mal mehr anschauen? Und tschüss. So, tschüss, Sikorsky. Gehe ich erstmal darüber, weil ich ja schon mit ihr da rumlaufe. Maximale WP der aktuellen Waffe sind gestiegen. Ah, da stampft immer noch was. Straße erhalten. Ja, Straße brauchen wir bestimmt dort auch einiges. Also bekommen wir bestimmt auch einiges. Oh oh. Alter. Ich glaube, das ist ein Gegner, da könnte mal der Große gegen kämpfen. Ansonsten benutze ich jemand anderes. Ein Fernkämpfer zum Beispiel. Tschüss. Öffne ich erstmal die Kiste. Und das. Ein Start. Ach, wie geil. Hier gibt's nur Pfützchen. Aber zum Heilen reicht das, ja. Oh, ein Geheimgangschlüssel.
Da es hier keine Tür gibt, könnte ich mir vorstellen, dass der Geheimgangsschlüssel dieses Fragezeichen nutzen lässt. Eigentlich bräuchte ich ja gar nicht weiterlaufen, da gibt es nämlich nichts. Und da sind 4 Gegner. Ernsthaft? Ich hab doch den Zauberkristall, oder? Ich will mal was testen. Alter! Was zur Hölle war das denn jetzt? Aber, ja, der sieht... Den kann man dagegen benutzen. Das ist ein guter Gegner dafür gewesen. Weil er auch ziemlich langsam ist. Oh, da haben wir schon mal den Schlüssel nach draußen. So. Warum? Ah, hahaha, was mache ich denn da? Komm, machen wir den dann mit. Ehrlich. Kann ja auch nicht schaden. Ich wollte nämlich eigentlich ihn sie benutzen, also die mit der Schleuder. Die ich sowieso jetzt brauche. Um wieder auf die andere Seite zu kommen. Dort werde ich gleich mal meinen Geheimschlüssel ausprobieren. Und wir bekommen dann natürlich wieder schöne Sachen. Werden die Gegner es jemals lernen, dass sie gegen uns keine Chance haben? So. Alter. Werde ich es jemals lernen, dass der am Ende explodiert? Fuck. Ich habe was zu essen vergessen. So, bevor ich da den Geheimgang benutze, erst noch die Kiste. Weil die Gegner sind hier gleich wieder alle da. Und da will ich schnurstracks hier durch. Okay, der Treibsand wühlt sich
auf. Der Sarg wird gleich in den Treibsand getragen. Okay, dann auf den Sarg. Das ist ja mal cool. Sand! Krabbe! Da wissen wir auch, was für Gegner als nächstes erwarten. Sand und Krabben. So, hier haben wir schon mal Feuer. Saphir? Deswegen sind wir hier, wegen dem Saphir. Gibt es noch Besseres? Ich hoffe es. Eine weiche Banane. Wenn ich nur wüsste, was gegen Sand halt gut ist. Wasser vielleicht? Oh, Dino-Töter! Genau das, was wir brauchen! Na, wollen wir mal hier raus. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was für Gegner es noch erwarten werden. Und nein, die bekämpfe ich nicht. Das ist einfach jetzt noch nicht nötig. So. Wie ist das physikalisch eigentlich jetzt möglich? Ach, der geht wieder runter. Normalerweise müsste er den Sand jetzt hochgehen, um wieder da zu sein, wo wir herkommen. Aber okay. Wieder auf Kari wechseln. Wir könnten ja eigentlich wieder Gegner alle eliminieren, aber nein. Schon diese ganzen Käfer. Ah, raus hier. Weiter gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Auf zur nächsten Ebene.